Liebe Zuschauer, hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen DAF-Interview. Und wir sprechen heute über ein Thema, über das wir uns schon häufig unterhalten haben. Ein sehr spannendes Thema, die Biotech-Branche. Und über BB Biotech spreche ich jetzt mit Dr. Daniel Koller. Das ist einer aus dem Head-Management-Team der Biotech-Beteiligungsgesellschaft. Schönen guten Tag, Herr Dr. Koller. Schönen guten Tag. Zuletzt haben wir ja an den Aktienmärkten insgesamt ganz starke Turbulenzen gesehen, die natürlich auch an der Biotech-Branche nicht vorübergegangen sind. Wie beurteilen Sie denn die aktuelle Lage und vor allen Dingen auch die Chancen bei den Biotech-Werten? Ja, das waren sicher turbulente Zeiten, aber wir halten daran fest, dass die fundamentalen Stärke des Sektors weiterhin zum Tragen kommen. Heißt aus unserer Sicht, dass eine nicht zyklische starke Wachstumsbranche aufgrund ihrer Innovationskraft eigentlich weiterhin bestehen bleibt, was unabhängig ist von diesen Marktturbulenzen. Und wenn wir uns die Bewertungen anschauen, dann haben wir einerseits die Large Caps, die bewegen sich irgendwo zwischen einem 10er Multiple für 2016 im Sinne von einem Kursgewinnverhältnis für eine Gilead bis hin zu ca. 20 Mal für eine Celgene. Also was wir sehr attraktiv empfinden, und andererseits haben wir kleine und mittelgroße Unternehmen, die eigentlich über rekordverdächtige Kapitalpolster verfügen. Das heißt, sie können ihre eigenständigen Pipelines in dem Sinne weiterziehen. Also wir haben diese Turbulenzen benutzt und eigentlich einen signifikanten Teil unseres Cash sogar in den letzten Tagen in den Markt investiert. Sie haben es jetzt ja gerade schon angesprochen, aber wie reagiert denn BB Biotech insgesamt auf diese Turbulenzen? Also wie ist Ihre Strategie bei der Portfoliozusammenstellung? Also die haben wir jetzt aufgrund dieser Turbulenzen nicht abgeändert, sondern wir halten weiterhin an unserer eigentlich langjährigen, schon über zwei Jahrzehnte anhaltenden Anlagestrategie fest. Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, mit dem sich auch BB Biotech differenzieren darf und kann. Das heißt, wir beginnen weiterhin immer zu schauen, wo wir top-down, also wo sind die großen medizinischen Bedarfe oder Bedarfsmöglichkeiten, wo gibt es die Chancen, langfristiges Wachstum zu holen, schauen dann innerhalb dieser Subsegmente des Gesundheitssektors wiederum dorthin, wo wir die Chancen sehen im Bereich der attraktivsten Medikamententwickler, und setzen dann eigentlich ein Portfolio zusammen, das mehrere Kriterien zu erfüllen hat. Erstens, dass wir sogenannte Kernbeteiligungen und kleinere Positionen haben. Zweitens, dass wir ein Portfolio ausrichten, das überproportionales Wachstum darstellt. Und drittens, dass wir in dem Sinne, glaube ich, eine attraktive Mischung aus den Large Caps, also profitablen Unternehmungen, aber auch dann den Pipeline-Kandidaten haben. Und damit glauben wir, wie gesagt, überproportionale Wertschöpfung für unsere Kunden zu generieren. Herr Dr. Koller, dann werfen wir doch mal direkt einen Blick auf die größten Positionen bei Ihnen im Portfolio. Seit Jahren, da ist ja beispielsweise Celgene die absolute Top-Position bei Ihnen. Wieso bleibt denn die Aktie auch bei diesem Schwergewicht? Also die Kritiker, die waren ja vor allen Dingen auch vor dem Patentablauf des größten Umsatzbringers. Ja, also Celgene hat sich als einer der Branchenführer im Bereich Hämatologie etabliert, da gibt es keine Frage. Revlimid, das ist das Molekül, das Sie mit Ihrer Frage adressieren bezüglich Intellectual Property, also den Patenten, ist ein Molekül der sogenannten IMID-Klasse und hat eine enorme Größe erreicht. Celgene, oder wir erwarten Celgene, um die ca. 6 Milliarden Umsatz diesen Jahres fährt, also für 2015. Und die Patentsituation, die bleibt weiterhin offen. Die Diskussion bezüglich dieser Patentstrategie um die sogenannten Polymorph-Patente, die Diskussionen werden weitergeführt, ob dieses Patent anfangs der 2020er oder Ende der 2020er Jahre verfällt. Und ich glaube, das ist mit unter anderem einer der Gründe, aber sicherlich nicht der Hauptgrund, wieso Celgene eine sehr aktive Lizenz, aber auch eine M&A-Strategie gefahren hat, sodass wir überzeugt sind, dass Celgene für viele, viele Jahre, die kommen, eigentlich überdurchschnittliches Wachstum in dem Sinne generieren kann und aus unserer Sicht als Aktionär sicherlich dementsprechend noch Potenzial bietet. Also Celgene auf Revlimid alleine zu reduzieren, wäre verfehlt. Und da kann ich mich nur wiederholen, wie gesagt, dass wir da weiteres Kurzpotenzial in der Aktie sehen. Die Nummer zwei in Ihrem Portfolio ist ja Incyte. Und auch hier hört man natürlich viele kritische Stimmen, dass der Wert seine besten Zeiten bereits gesehen haben könnte. Was sagen Sie dazu? Auch hier wiederum haben wir eine andere Meinung oder unsere eigene Meinung. Die muss nicht per se anders sein, aber wir haben natürlich eine eigene Meinung. Ein ähnliches Bild. Wir haben mit Incyte eine Gesellschaft, die mit ihrem ersten Produkt, dem Jakafi, wie es heißt,
in zwei seltenen Erkrankungen trotzdem eigentlich Blockbuster-Status erreichen kann. Also verkauft das Medikament auch schon mit mehreren hundert Millionen US-Dollar pro Jahr für 2015 und wächst weiterhin ganz fleißig. Sie haben eine attraktive Kollaboration mit Novartis, die dieses Medikament global dann ebenso vertreibt. Wenn man jetzt aber die Bewertung anschaut von, sage ich mal, ca. 20 Milliarden US-Dollar Kapitalisierung, ist klar, dass die Pipeline eine Relevanz hat, wenn man natürlich sonst in dem Sinne die Zahlen oder die Bewertungsmultiple sich betrachtet. Und hier haben wir sicherlich eine der spannendsten, glaube ich, Onco-E-Pipelines der Branche. Die Gesellschaft verfügt oder testet das gleiche Molekül, dieses Jakafi, für solide Tumore, hat andere JAK1 und andere JAK-Inhibitoren, die sie ebenfalls für solide Tumore testen. Die Gesellschaft hat, und dort liegt eigentlich der Hauptfokus der Aktionäre drauf, hat mit einem IDO1-Inhibitor, das ist jetzt etwas Technisches, ein Molekül in der Pipeline, das sie mit sehr, sehr vielen sogenannten Immunmodulatoren kombinieren. Und wie Sie wissen, spielt dort die Musik und Incyte ist dort sicherlich sehr, sehr stark aufgestellt. Und das Letzte, was ich erwähnen möchte, ist, Sie haben auch eine attraktive Kollaboration mit Eli Lilly. Dort sind wir schon im Zulassungsstadium für rheumatoide Arthritis. Also Sie sehen, Incyte hat eine prallvolle Pipeline. Und wie gesagt, von dem her glauben wir auch, dass Incyte bestens in einem Portfolio wie das von BW40 passt. Und dann schauen wir uns natürlich auch den dritten Platz in Ihrem Portfolio an. Den nimmt ja Isis Pharmaceuticals ein. Der Wert hat ja auch bereits schon sehr starke Jahre hinter sich, hat aber zuletzt dann auch wieder ein kleines bisschen enttäuscht. Und demnächst, da stehen ja dann wichtige Daten an. Worum geht es denn dabei und vor allen Dingen, was versprechen Sie sich noch von der Aktie? Genau, also Isis ist nun auch schon seit mehr als 2-3 Jahren im Portfolio vertreten. Und hat sich eigentlich aufgrund der Entwicklung ihrer Pipeline und ihrer Technologieplattform als Kernbeteiligung etabliert. Sie dominieren zusammen mit einer anderen Portfolio-Gesellschaft, die wir auch vertreten haben, der Alnylam zusammen, eigentlich die RNA-basierten Wirkstoffe. Und wie sie richtigerweise gesagt hat, hat in dem Sinne Isis dieses Jahr noch nicht wirklich in dem Sinne funktioniert, wenn Sie so wollen, an der Börse. Wir sehen ein gewisses Minuszeichen immer noch auf der Year-to-Date, also auf der Jahresperformance oder im 2015-Performance als solches. Glauben aber, dass Isis einerseits deutliche Fortschritte mit ihrer sogenannten Antisense-Plattform gemacht hat und dort ist sich der Markt einig, dass dann im 2016 eigentlich sehr viele Meilensteine, also wichtige Phase-3-Daten, auf uns zukommen. Das sind viele technische Dinge, die möchte ich jetzt hier nicht erwähnen, aber es geht vor allem um sogenannte seltene Erberkrankungen, wo wir Phase-3-Daten sehen werden. Und vielleicht aus deutscher Sicht von Interesse, Isis hat eine aus unserer Sicht sehr, sehr attraktive Kollaboration mit der Firma Bayer. Bayer ist der Lizenznehmer für das Molekül Isis F11RX, das sie zur Verhinderung zum Beispiel von Thrombosen testen. Und das Interessante oder vielversprechende an diesem Molekül ist, dass es einerseits zwar die Blutgerinnung reduzieren kann, also man kann Thrombosen verhindern, das aber andererseits nicht sonstige Blutungen irgendwo sonst im Körper als Nebeneffekt auftreten. Also da sind wir auch wiederum sehr zuversichtlich, dass Isis noch eine sehr spannende Zukunft vor sich hat. Ebenfalls ein recht großer Wert in dem Portfolio von BB Biotech ist ja auch die Dauerbrenner-Aktie Gilead Sciences. Wo sehen Sie denn bei diesem Titel noch weitere Fantasie in der Zukunft? Also Gilead hat sicherlich eine Größenordnung von ca. 150 Milliarden Market Cap erreicht, wo es einerseits immer schwieriger wird, dementsprechend Upside zu sehen. Aber auch hier wiederum haben wir eine andere Meinung als viele Teilnehmer am Markt. Wir sehen, dass Gilead einerseits weiterhin mit überzeugenden Quartalsergebnissen aufwartet und andererseits herrschen am Markt weiterhin eben diese kritischen Einschätzungen, dass dieses Hepatitis C-Geschäft, was momentan so toll funktioniert, eigentlich in seiner Langfristigkeit im Risiko steht. Und wir teilen diese kritische Sichtweise nicht und wir glauben auch, dass eben dieses, vor allem das internationale, also nicht nur das amerikanische, aber auch das internationale Geschäft für Hepatitis C eigentlich einen sehr langen und attraktiven Zyklus darstellen kann. Und wenn Sie jetzt mal die Gilead von der anderen Seite her betrachten, viele Leute schauen Gilead nur aus dem Blickwinkel Hepatitis C und vielleicht noch HIV an,
So sehen wir einerseits eine Gesellschaft, die enorm hohe Kapitalflüsse hat. Also Gilead im Moment verfügt über 5 bis 6 Milliarden Dollar Cashflow pro Quartal. Und die Frage wird sein, wie sie dieses Kapital einsetzen. Sei dies für ihre Pipeline, dort wiederum sehr attraktive Projekte weiter in den Hepatitis C-Bereich, Hepatitis B, in Lebererkrankungen als auch in Onkologie. Und die zweite Möglichkeit natürlich aufgrund diesen hohen Cashflows ist, dass die Gesellschaft sicherlich M&A oder Lizenzabkommen treffen kann. Das wird ganz klar erwartet und ich glaube, dort ist ein Fokus der Investoren auf diese Gesellschaft oder aufs Management, ob es der Gesellschaft nochmals gelingt, weiterhin eine attraktive Transaktion oder Übernahme zu gestalten. Herr Dr. Koller, dann werfen wir doch noch mal einen Blick auf Vertex. Die Aktie, die hat sich ja in den vergangenen Jahren mehr als verzehnfacht. Und zuletzt, da ist das Papier ja in eine breite Seitwärtsbewegung übergegangen. Ist hier jetzt schon die Fantasie raus oder womit könnte der Wert Ihrer Ansicht nach in den kommenden Jahren doch noch punkten? Also ich glaube, Vertex, wie gesagt, ich würde es nicht als Seitwärtsbewegung definieren, sondern Vertex hat sich sehr schön entwickelt, hat ein gewisses Niveau erreicht, das sicherlich in seiner Nachhaltigkeit ausgetestet werden muss und auch soll, glaube ich, was fair ist. Vertex ist eine Gesellschaft, die wir seit vielen, vielen Jahren halten, die sich aber enorm gewandelt hat. Wenn Sie die Vertex vor 5, 6, 7 Jahren betrachtet hätten, hätte man über Insivec als Behandlungsmöglichkeit im Bereich Hepatitis C gesprochen. Und die Gesellschaft hat dann eigentlich diesen Cashflow und diesen Erfolg oder auch dieses Momentum nutzen können, um zwei aus unserer Sicht sehr vielversprechende zystische Fibrose-Medikamente zu entwickeln. Beide sind zugelassen. Das eine ist Kaleideco. Das wird wachsen, hat 400, fast 500 Millionen Umsatz erzielt letztes Jahr, wächst, kann fast den Blockbuster-Status, also fast 1 Milliarde Umsatz erreichen. Andererseits haben wir das Medikament Orkambi, was eine Kombination ist und einen circa 10-mal größeren Markt, wenn man einfach die Patientenzahlen betrachtet, eigentlich als Potenzial hat. Also hier erwartet der Markt jetzt sicherlich in der Kurzfristigkeit Erfolg in der Medikamentenlancierung. Das heißt, wie entwickelt sich der Umsatz und danach der Gewinn. Und ich glaube, in den nächsten Quartalen wird sich dieser Fokus dann, wenn das erfolgreich läuft, immer mehr auch wiederum auf die Strategie zurückschwenken, wo es darum geht, was kann Vertex kaufen, einlizenzieren oder selber entwickeln. Und Novavax befindet sich ja ebenfalls in Ihrem Portfolio. Was sind denn hier Ihrer Ansicht nach ja bei dem Unternehmen die zukünftigen Kurstreiber? Was erwarten Sie hier? Eine Impfstoffgesellschaft, von denen haben wir eigentlich nicht gerade viele im Portfolio, aber wir sind überzeugt, dass eigentlich Novavax eine sehr spannende Gesellschaft ist, aufgrund, dass sie eine attraktive Plattform hat, um diese Impfstoffe herzustellen. Und unsere Hauptthese oder Anlagethese basiert eigentlich auf den Projekten, die Sie um den RSV-Virus haben. Das ist der Respiratory Syncytial Virus. Geht um eine virale Infektion, die die Lunge betrifft. Dort wird einerseits ein Vakzin entwickelt, das immunschwächere Personen, wie beispielsweise die Erwachsenen mit fortgeschrittenem Alter, dass sie dort eigentlich ein spannendes Vakzin am Start haben und dort eigentlich schon positive Daten geliefert haben. Und im gleichen Zuge oder eigentlich mit der gleichen Plattform bedienen sie einen zweiten wichtigen und auch marktrelevante Indikation. Es handelt sich um Schutz für Neugeborene. Dabei werden schwangere Frauen, also während der Schwangerschaft, gegen diesen RSV-Virus geimpft. Und der Antikörper wird von der Mutter auf das Ungeborene übertragen. Und wenn das Kind auf die Welt kommt, ist es dann im ersten Lebensjahr oder in den ersten Lebensmonaten geschützt, weil das eigentlich der Hauptgrund ist, zum Beispiel nur schon mal für Hospitalisierungen für Kleinkinder oder Neugeborene. Also dort eine sehr spannende Gesellschaft, eigentlich mit vielen Impfstoffkandidaten. Ich habe jetzt nur mal den Bereich RSV Ihnen in dem Sinne darstellen dürfen, aber die Firma hat viele weitere Projekte am Start, die sehr, sehr spannend sind. Dann kommen wir von den Impfstoffen doch mal zur Krebsforschung. Und da ist der Clovis Oncology ordentlich tätig. Was haben Sie oder warum haben Sie denn diesen Titel in Ihr Portfolio aufgenommen? Was macht Clovis so interessant? Also Clovis entwickelt mehrere vielversprechende Krebsmedikamente, wie Sie schon das richtig angesagt haben. Ich glaube, der Anlegerfokus nicht nur von uns oder auch von extern natürlich liegt auf dem Rosiletinib, das ist ein neues Medikament, das eigentlich in der letzten klinischen Entwicklung getestet wird,
Die Zulassung ist sogar schon eingereicht worden diesen Sommer in den USA als auch in Europa. Und es geht eigentlich darum, im nicht kleinzelligen Lungenkrebs, leider etwas technisch, aber es geht nicht anders, dass dort eigentlich ein hoher Medikamentenbedarf besteht. Das heißt, Patienten werden heute beispielsweise mit Tarceva oder Iressa von AstraZeneca und von Roche zum Beispiel behandelt. Die Medikamente funktionieren dann häufig leider nicht sehr lange oder nicht sehr nachhaltig. Das heißt, dort gibt es einen hohen Bedarf. Und dieses Medikament zusammen mit einem Konkurrenzmedikament von AstraZeneca zielt auf eine spezifische Mutation ab und hat eigentlich bisher ganz vielversprechende Daten geliefert. Ist, wie gesagt, im Zulassungsprojekt, sodass wir im 2016 eigentlich mit einer Marktzulassung für dieses Medikament rechnen. Und dann wird es darum gehen, einerseits eben, wie kompetitiv steht man gegenüber einer AstraZeneca und deren Molekül da. Andererseits verfügt, wie gesagt, Clovis auch über weitere Krebsmedikamente. Aber ich glaube, das wird den Zeithorizont hier sprechen. Wir haben aber gesehen, dass sich auch ein deutsches Unternehmen es in das Portfolio von BB Biotech geschafft hat. Wir reden hier von ProBioDrug. Womit konnte Sie denn dieser Wert überzeugen? Weshalb haben Sie den aufgenommen? Also ProBioDrug ist in unserem Portfolio schon des Längeren vertreten, war ursprünglich eine private Beteiligung, also ein nicht börsennotiertes Unternehmen, das letzten Jahres dann den Börsengang an der Amsterdam Stock Exchange geschafft hat. Und wir sind in ProBioDrug eingestiegen, weil sie im Bereich der Alzheimer-Erkrankung forschen und dort Medikamente entwickeln. Sie haben auch schon klinische Entwicklungen mit einem neuen Behandlungsansatz begonnen, wo sie ein Medikament, das ist nochmal etwas technisch, müssen Sie mich entschuldigen, gegen ein pyroglutamiertes A-Beta eigentlich in dem Sinne als Ziel verwenden, wo wir eigentlich in 2016 auch wieder nächste klinische Daten erwarten. Und diese Thematik, die wollen wir im Portfolio vertreten haben. BioNTech schaut sich das Thema Alzheimer-Erkrankung schon des Längeren an. Es gibt einen enormen medizinischen Bedarf und wir sind überzeugt, dass es eines der wichtigen Themen in der Zukunft wird, nicht nur jetzt Alzheimer als solches, sondern die ganzen Zentralnervensystemerkrankungen als Gesamtes. Also da passt auch eine ProBioDrug in dem Sinne ganz klar ins Portfolio von BioNTech. Herr Dr. Koller, dann schauen wir noch mal auf drei Zukäufe, die erst kürzlich getätigt wurden. Alder Biopharmaceutics, Juno Therapeutics und Kite Pharma, ich hoffe, ich habe sie alle drei richtig ausgesprochen, befinden sich ja auch jetzt seit kurzem erst in ihrem Bestand. Wo sehen Sie denn hier noch die Fantasie in Zukunft? Also lassen Sie mich ganz kurz alle drei ganz kurz erläutern, um was es hier geht. Also Alder, ähnlich wie ProBioDrug, passt eigentlich genau in dieses Zentralnervensystem Erkrankungsbild hinein, indem das Alder einen sehr spannenden Antikörper entwickelt, der bei mittelschwer bis schwerer Migräne zum Einsatz kommen kann und dort eigentlich schon ganz gute klinische Daten geliefert hat. Also ein sehr großer Markt, er ist auch deutlich umkämpft, aber wir glauben, dass Alder hier ein sehr wirksames und eben ein langfristig wirksames Medikament hat und damit auch kompetitiv sein kann und deswegen für uns als wirklich vielversprechende Gesellschaft ins Portfolio aufgenommen wurde. Ein neuer Midcap, wie wir es uns meistens neu ins Portfolio legen. Und Juno und Kite sind beide, ich sage es mal so, führende Biotech-Unternehmen, welche auf die CAR-Ts spezialisiert sind. Das heißt, sie nehmen Patienten eigene T-Zellen, modifizieren diese genetisch, sodass diese T-Zellen, also die Immunzellen des Patienten selber, wiederum dann genetisch modifiziert werden, in den Körper zurückgeführt werden, dann dort eigentlich den Krebs erkennen. Und was wir gesehen haben in frühen klinischen Daten, vor allem in der Leukämie und in Lymphomen, dass dort eigentlich sehr, sehr gute Wirkungen erzielt worden sind, aber auch noch mit einem doch signifikanten Nebeneffekt oder Nebenwirkungsprofil, dem Sinne dort dem Produkt angelastet wird. Das heißt, beide Gesellschaften führend werden aber in dem Sinne weitere Generationen entwickeln, um dann nicht nur die Thematik Leukämie und Lymphoma zu verlassen, um in den Bereich solide Tumore eigentlich umbiegen oder abschwenken zu dürfen, sondern auch in dem Sinne sichere Medikamente zu entwickeln. Das heißt, hier zwei Gesellschaften, die noch einen gewissen Weg haben, aber die wir als sehr, sehr vielversprechend eben wiederum im Bereich Krebstherapie ansehen oder betrachten. Dann lassen Sie uns doch noch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Bei welchen anderen Werten in Ihrem Portfolio können denn die Anleger in den kommenden Wochen mit wichtigen News rechnen?
Ja, das ist natürlich etwas kurzfristiger, ein kurzfristiger Blickwinkel, aber selbst dort sehen wir eigentlich ganz klar ein zentrales Thema. Das sind klinische Meilensteine, also klinische Daten, aber auch dann vor allem Produktezulassung, die ja dann der Motor sind oder, wenn Sie wollen, das Benzin oder der Diesel für eigentlich den Wachstumsmotor der Biotech-Branche. Und dort haben wir sicherlich zwei Gesellschaften, die eigentlich in den nächsten wenigen Wochen schon mit einer Produktezulassung aus unserer Sicht rechnen dürfen. Das eine oder die eine Gesellschaft ist Tesaro. Das ist eine Gesellschaft, die ein Medikament namens Rolapitant zur Behandlung von Chemotherapie-induzierter Übelkeit in dem Sinne schon ausgetestet und eingereicht hat. Dort erwarten wir uns eigentlich schon nächste Woche oder sogar die Ende dieser Woche die Zulassung. Und eine andere Gesellschaft namens Alexion, auch eine der eher größeren, wird in den nächsten paar Wochen gerade deren zwei Medikamente am Start haben. Das eine heißt Asfotase Alpha für eine eigentlich seltene oder glücklicherweise sehr seltene, aber schwerwiegende Stoffwechselerkrankung, wo die Knochen sich nicht richtig entwickeln. Und das andere Medikament heißt Sebelipase, was für eine auch seltene Erberkrankung, eine Speichererkrankung in dem Sinne dienen soll. Das heißt, dort wird ein Patienten außerhalb vom Körper eigentlich ein Medikament oder ein Enzym produziert und dann auf chronischer Basis dem Körper zugeführt, um eben diese Defekte dann zu korrigieren. Das heißt, aus unserer Sicht werden auch die weiteren oder die kommenden Wochen eben trotz diesen Turbulenzen eigentlich genauso spannend bleiben im Bereich der Fundamentalen. Das heißt, wo finden Medikamentenzulassungen statt, wo gibt es klinische Nachrichten? Und dort sehen wir weiterhin ein sehr positives Momentum für den Biotech-Sektor. Dr. Daniel Koller vom Head Management Team der BB Biotech Beteiligungsgesellschaft. Ich danke Ihnen für dieses umfangreiche Interview, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ebenso vielen Dank und schönen Tag. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war schon wieder unser DAF-Interview zur Beteiligungsgesellschaft BB Biotech. Ich freue mich natürlich auch, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind. Bis dann.